So, hier die NATO-Seite. Ich mache mal die Sitemap auf, damit man mal sehen kann, was da so alles auf dem Server ist. Eine Menge Abkürzungen, die ich überhaupt nicht verstehe. Keine Ahnung. Ich bin hier auf der Research and Technology Seite. Aber hier unten ist noch eine Webmail. HSP. Da scheint noch ein Mail-Surfer zu laufen. Auf dem gleichen Server. Das heißt, mit der Lücke, die ich gleich zeige, könnte man den Server und die E-Mails übernehmen. Hier, dass man als Beispiel irgendeine Datei, die ich jetzt aufrufe, und statt der normalen Seite rufe ich jetzt einfach dieses Bild auf. Und das seht ihr, dass er versucht, das darzustellen. Was natürlich nicht so ganz gelingt, deshalb diese kryptischen Zeichen. Ich kann natürlich jetzt auch die Webmail aufrufen. Das macht er dann sozusagen doppelt auf. Und damit könnte man interne Dateien abrufen und darstellen lassen.